Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX oder EdgeTX Weekly. Und diesmal ist es eine kleine Folge um ein spezielles Update innerhalb von 2.7, was nach außen gar nicht so sichtbar ist. Und das ist die Neuprogrammierung für die gesamten seriellen Schnittstellen, die wir in unserem Sender haben. Bei der RadioMaster kann man das sehr schön sehen. Wir haben die seriellen Schnittstellen, die hier unten rauskommen. Das ist der AUX-Port 1 und das ist der AUX-Port 2. Der hat 4 Pins, der hat 5 Pins, der hat noch so eine Steuerleitung. Die hat auch eine bestimmte Bewandtnis, werde ich euch nachher noch erzählen. Wir haben hier oben den USB-Port auch, den man als Kommandozeilen-Steuerport auch benutzen kann. Seht ihr gleich auch in den Sendereinstellungen. Wir haben auch die seriellen Schnittstellen zum internen oder externen Sendemodul. Und alle diese Softwarekomponenten sind intern neu gestaltet worden. Und das ist eine sehr wertvolle Umstellung gewesen, weil es bestimmte Dinge jetzt ganz einfach macht. Schauen wir uns erstmal an, was hat sich an der Bedienung kurz geändert bezüglich dieser seriellen Schnittstellen. Ja, das sagt mir, dass ich das falsche Modell ausgewählt habe. Das will ich mal kurz verändern. Ich wollte eigentlich das Modell Nummer 6 auswählen. Genau, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern wir gehen erstmal in die Einstellung des Senders hier hinein unter Radio und dann hier bei dem Hardware-Button. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel sehen, die seriellen Ports, die wir jetzt hier einstellen können. Das ist je nach Fernsteuerung ein bisschen unterschiedlich. Bei der X12, die halte ich jetzt auch nochmal kurz hier in das Video hinein. Da haben wir überhaupt keine seriellen Schnittstellen, die direkt nach außen gehen, aber wir haben eine, die wir nach außen legen können. Das habe ich auch mal hier gemacht. Da habe ich so einen Magnetverbinder da unten reingeklebt und da kann ich dann hier natürlich auch einen Verbinder dran machen. Das ist im Prinzip wie bei der RadioMaster. Ich möchte das deswegen allerdings hier nochmal ins Bild halten, weil es einen wesentlichen Unterschied gibt. Hier bei dieser Schnittstelle kommt die Akkuspannung raus. Wenn wir also hier einen Nickel-Metallhydrid-Akku drin haben, kommen hier dann die 9,6 Volt oder 12 Volt, je nachdem, kommen da raus. Das ist also wichtig. Da könnt ihr also einen Empfänger bitte nicht direkt dran anschließen, denn die meisten Empfänger akzeptieren ja nur ein Spannungsniveau bis etwa 8, 9 Volt. Bei der RadioMaster ist das anders. Da kommt hier unten bei den seriellen Ports, das hat man umgestaltet, ein bisschen praktischer gemacht, 5 Volt raus und das akzeptiert jeder Empfänger. Gut, ich hatte schon mal ein paar Folgen gemacht mit den seriellen Ports, wo man dann an die seriellen Ports Empfänger anschließen kann. Da hatte ich bislang eigentlich immer meinen Lieblingsempfänger für diesen Zweck hier benutzt. So eine ganz kleine Briefmarke, den FSA8S von FlySky oder von Turnigy. Der kann nämlich ein iBus-Signal generieren oder auch ein S-Bus-Signal und kann das mit dem kleinen Knopf hier umstellen. Nein, wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. Der Bind-Button, wenn man den in Betrieb drückt, den kann man also von iBus auf S-Bus umstellen, ohne dass man das im Sender unbedingt programmieren muss. Und dann kommt hier einfach iBus oder S-Bus raus. iBus hatte den Vorteil, dass es ein nicht invertiertes serielles Signal ist. Ich brauche also keinen Inverter und kann das direkt hier unten an dem seriellen Port anschließen, denn die RadioMaster akzeptiert hier nur nicht invertierte Signale und S-Bus, die meisten wissen, das ist ja ein invertiertes Signal. Wenn wir also irgendeinen FreeSky-Empfänger haben oder so ein Clone, so ein RadioMaster mit einer S-Bus-Schnittstelle, dann ist das ein invertiertes Signal und das können wir dann hier nicht direkt anschließen. Das funktioniert nicht. Man braucht einen S-Bus-Inverter. Wenn man das vermeiden will, muss man auf ein anderes Protokoll umsteigen und da bietet sich iBus an. Das habe ich in die RadioMaster in EdgeTX eingebaut und das sehen wir hier. Wir haben als Möglichkeit, was wir mit dem seriellen Port machen können, zum Beispiel einen S-Bus-Eingang oder einen iBus-Eingang. Das
Hatten wir schon mal in einem Video gesehen. Wie gesagt, iBus ganz besonders praktisch. Dann können wir aber auch, habe ich auch eingebaut, Crossfire-Eingang. Also wer zum Beispiel Express-LRS benutzt und einen Express-LRS-Empfänger hat, übrig hat, der kann den hier auch anschließen und dann auch ein Lehrer-Schüler über Express-LRS machen oder beispielsweise kompliziertere Modelle eben mit zwei Sendern steuern. Und was ich jetzt auch eingebaut habe, ist ein SUMD-Eingang. Also wer Graupner-Empfänger hat mit einem SUMD-Ausgang, also hier bei dem kleinen kann man das auf den Stecker Nummer 6 konfigurieren und hier bei dem etwas größeren kann man das bei dem Stecker Nummer 8 oder bei irgendeinem anderen Stecker konfigurieren. Und es gibt zwei Versionen von SUMD, SUMD 1 und SUMD 3. SUMD 2 gibt es meines Wissens nicht. Das ist aber aufwärtskompatibel und der SUMD Support, der akzeptiert sowohl SUMD 1 wie auch SUMD 3. Das SUMD 1 Protokoll ist eigentlich vergleichbar mit iBus oder S-Bus. Es transportiert bis zu 16 Kanälen. Allerdings werden von den meisten Sendern oder von den kleineren, sagen wir mal, Graupner Sendern 12 oder teilweise auch nur 8 Kanäle übertragen, wie zum Beispiel hier bei der MC16 sind es dann nur 12 Kanäle. Die größeren Sender übertragen natürlich mehr. Und das Schöne ist jetzt, wenn ihr einen Empfänger habt, wie zum Beispiel diesen hier, den GR16, der ist also auch SUMD 3 fähig und SUMD 3 kann bis zu 32 Proportionalkanäle übertragen und zusätzlich noch 64 Schaltinformationen. Und das ist natürlich das Killer-Feature für uns Funktionsmodellbauer. Wenn ihr also eine größere Graupner Anlage habt, nicht nur so eine kleine MC16 hier wie ich, sondern beispielsweise eine MC32, dann könnt ihr 32 Kanäle übertragen und auch die 64 Schalter und dann habt ihr die Möglichkeit, also ganz elegant eure Modelle mit zwei Sendern, wenn ihr das wollt, zu steuern. Gut, wer eine MC32 hat, mag das vielleicht nicht unbedingt tun, aber er würde ja zumindest auch die Möglichkeit gewinnen, hier in EdgeTX auch mit Lua-Skripten zu arbeiten, was vielleicht auch ganz praktisch ist. Der eigentliche Hintergrund, warum ich das aber eingebaut habe, ist sozusagen dieses SUMD3-Protokoll als die Schnittstelle für irgendwelche Do-it-yourself-Sachen einzubauen. Wie gesagt, 32 Kanäle kann man transportieren, 64 binäre Schaltinformationen. Und ein Beispiel dafür ist meine Senderpult-Elektronik. Ja, oder so kann eben jeder mit seiner Do-it-yourself-Elektronik, Arduino oder was weiß ich, das hier in die Anlage einbringen. Und das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wir schalten also jetzt hier mal, ich lasse das erstmal nochmal auf Aus stehen. Ich verbinde jetzt erstmal hier meinen Hot-Empfänger hier unten an die Schnittstelle AUX 1. So, da tut sich erstmal nichts. Und dann schalte ich die Schnittstelle ein. Dann wird also auch erst die Spannungsversorgung für die Schnittstelle eingeschaltet. Und man sieht, der Empfänger ist jetzt mal rot, denn ich habe meinen Graupner Sender noch nicht eingeschaltet. Ich gehe mal kurz in die Modellkonfiguration bei den Mischern. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, ganz viele Mischer hier definiert, die alle als Eingang irgendeinen Trainer haben. Also Mischer 1 hat als Eingang den Trainer 1, Mischer 2 hat Trainer 2 und so weiter. Und ihr seht, mit der Erweiterung geht es also nicht nur bis Trainer 16, sondern bis Trainer 22. Ich habe jetzt 17 und 32 einfach nochmal hinzugefügt. Also man hat 32 Kanäle, die hier reinkommen. Und ja, jetzt schalte ich einfach mal den Graupner-Sender ein.
So, der hat jetzt offensichtlich auch gebunden. Die LED ist hier aus. Das heißt, bei dem kleinen Sender, er ist also gebunden. Wir gucken uns nochmal die Modellkonfiguration an. Und dann seht ihr, alle Trainer sind jetzt gelb. Das heißt, da kommt etwas hinein. Wir gehen mal direkt in den Kanalmonitor. Und dann sieht man also auch, dass ich hier über die Graupner-Anlage dann auch meinen Input habe. Leider kann ich das euch mit den Switches nicht zeigen. Das werde ich euch nochmal mit der Senderpult-Elektronik zeigen. Dieser Empfänger hier, wie gesagt, der kann nur SUMDI Version 1 transportieren. Ich werde jetzt einfach mal den anderen anmachen. So, der blinkt jetzt mal rot, weil ich hier das Modell natürlich noch mal umstellen muss bei der Graupner. Schülersignal wiederhergestellt. Jawohl, er hat es also auch erkannt. Und ja, da werden im Moment dann eben nur von dieser Anlage leider nur 12 Kanäle transportiert. Und die Graupner-Fans wissen natürlich, dass ich im Telemetrie-Menü hier das umstellen kann. Was soll der Empfänger produzieren? Das steht jetzt hier unten auf SUMDI 3 und hier kann ich dann beispielsweise das auch ändern auf SUMDI. Genau, das ändert aber nichts. Die Anlage erkennt das, HDX erkennt das, das ist aufwärtskompatibel. Geht nach wie vor. Okay, also wir haben jetzt als generelle Schnittstelle nicht nur S-Bus, sondern auch iBus, Crossfire und eben SUMDI Version 1 und 3. Ich habe euch das jetzt mit den Graupner-Empfängern gezeigt und einem Tochtersender für Graupner. Das heißt, ihr braucht euer zweites HF-Modul nicht dazu zu oder missbrauchen, um ein Lehrer-Schüler-System aufzubauen. Bei Graupner würde das sowieso nicht gehen, aber bei FreeSky-Protokollen oder FlySky-Protokollen kann man ja ein HF-Modul benutzen, um Lehrer-Schüler-Verbindung aufzubauen. Bluetooth von RadioMaster und Bluetooth von Graupner versteht sich also auch nicht. Kabelgebunden will man es auch nicht machen. Also ist das mit den Empfängern eigentlich eine saubere Sache. Und dadurch, dass jetzt SUMDI Version 3 auch implementiert ist, ist das eigentlich eine gute Geschichte, um hier die Tür zu öffnen für Selbstbauelektronik. Ja, ich zeige es nochmal, wie etwa hier die Senderpult-Elektronik bei mir jetzt beispielsweise mit den Space-Mäusen zusammen und einer Bluetooth-Verbindung dann auch zum Handy, zum Smartphone oder, wenn es noch besser sein soll, dann eben auch mit dem Tablet als Eingabemedium, zeige ich bei der nächsten Folge. Ich will die Folge jetzt nicht zu lang machen. Bei der nächsten Folge gucken wir uns an, wie wir so ein Senderpult oder Do-It-Yourself-Elektronik über SUMDI V3 oder auch V1 ganz elegant anschließen können. Okay, das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.